So, hallo und willkommen zurück zur nächsten Folge. Die letzte Folge hat ja relativ hardcore-mäßig geendet, sag ich jetzt mal. Gut, mit dieser Vision. Und wir sind jetzt natürlich im Haus der Carpenters. Wohltätigkeitsarbeit. Wir könnten ein richtig feines Ding durchziehen. Okay, also die meisten sind damit mit diesem Werdegang hier unzufrieden. Ach, bei Cowheel. Eine gute Schlägerei wäre jetzt was. Ich sag's mal so, das sind dann für Wohltätigkeitsarbeiten sind das dann wohl hier die verkehrten Leute. Gut, okay, aber wir müssen da trotzdem erstmal mit dem Herrn Graham mal reden. Oh, da steht ja immer noch vor der Karte. Guten Tag, Mr. Carpenter. Mr. Reed, willkommen. Im Moment herrscht ein ganz schöner Trubel, aber ich hoffe, wir werden schon bald Zeit finden, bei einem Gläschen Wein zu plaudern. Das ist ja fast schon ein Luxus geworden. Meinen Sie den Wein oder das Plaudern? Wie auch immer, kommen wir zum Grund Ihres Besuchs. Ich weiß sehr zu schätzen, dass Sie meine Kaution gezahlt haben. Sie haben mir aus der Patsche geholfen. Ach, nicht der Rede wert, Charles. Aber wenn ich das richtig verstehe, sind Sie noch nicht aus dem Schneider. Nein. Angeblich hat Milton Pierce gesehen, wie Sie Vanderberg ermordet haben. Ich war es nicht. Das glaube ich Ihnen sogar. Ich schätze Sie nicht so ein, dass Sie sich zu einem Mord hinreißen lassen würden. Selbst nicht im Falle eines heftigen Streits. Ich würde niemals einen kaltblütigen Mord begehen. Eben, Reed. Ich vertraue Ihnen. Ganz im Gegensatz zur Polizei. Aber wenn Sie den wahren Schuldigen nicht finden, gibt es nicht mehr viel, was ich für Sie tun kann. Wenngleich die Familie Carpenter immer noch gute Verbindungen zur Polizei hat. Bitte geben Sie meinem Verwalter Bescheid, sobald Sie ein Alibi haben. Wie fühlen Sie sich nach der Sache mit Brutus? Lassen wir das Thema. Mein Vater ist oben, falls Sie ihn sprechen möchten. Ich werde das Gefühl nicht los, dass Sie Vanderberg kannten. Er war ein alter Freund. Ein Mensch mit geistiger Klarheit, wie man sie nur selten vorfindet. Wir lernten uns im Großen Krieg in Europa kennen. Zusammen mit Ihnen gehörte er zu den wenigen anständigen Leuten in dieser Stadt. Sollten Sie ihn doch auf dem Gewissen haben, hätte ich in kürzester Zeit gleich zwei Freunde verloren. Sie haben im Großen Krieg gekämpft? Ja. Ich hatte das Pech, bei der verlustreichen Mars-Argonnen-Offensive dabei gewesen zu sein. Verzeihen Sie, aber es fällt mir nach wie vor schwer, darüber zu reden. Ich verstehe. Du hast doch damit angefangen, wie ich. Was wissen Sie über diesen Milton Pierce? Er gehört zu den einflussreichsten politischen Köpfen der Stadt und schreckt nicht davor zurück, Intrigen zu spinnen. Neulich las ich ein Interview mit ihm im Oakmont Chronicle. Wissen Sie, wo ich ihn finde? Er wohnt irgendwo im Bezirk Reed Heights. Aber mehr weiß ich nicht. Tut mir leid. Ich sollte langsam aufbrechen. Nochmals danke, Mr. Carpenter. Bevor Sie gehen, habe ich hier etwas für Sie. Für den Fall, dass Sie auf weitere Schwierigkeiten stoßen, passen Sie auf sich auf, Mr. Reed. Ich werde einen edlen Tropfen beiseite stellen. Zum Anstoßen, wenn das alles vorbei ist. Klar, falls ich weitere Schwierigkeiten bekomme, bekomme ich jetzt eine Thompson-Maschinenpistole. Wir wurden verurteilt wegen illegalen Waffenbesitz. Guck mal, was ich jetzt hab. Ist das behindert? Es ist einfach nur so geil. Es ist einfach nur so geil. Jawohl, mein Pate! Eieiei. Er hat gesagt, sein Vater ist oben. Es gibt aber kein Oben. Oder meint er eher... Ah, okay, ich glaube, der meint eher gestorben. Ja. Das verstehe ich. Das verstehe ich nicht.
Guck, was ich hab. Oh, die hat einen Streuradius. Oh, eieiei. Gut, dann haben wir wieder... Ja, den muss ich suchen. Dass er irgendwo im Bezirk Red Heights wohnt und für das Amt des Bürgermeisters kandidiert. Okay, ich muss zur Zeitung. Okay, alles klar. Ich bin Fotograf. Ich habe umgeschult. Ich bin nicht mehr Massenmörder, ich bin jetzt Fotograf. Eieiei. Ach, Massenmörder waren wir noch nie. Was soll denn der Blödsinn? Gut, dann auf zur Zeitung. Entschuldigung, ich habe hier von Tagesguck. Sie sind schön tätowiert. Warten Sie. Jack. Du wurdest gerade dafür verurteilt. Jetzt lass doch mal die Menschen in Ruhe. Nein. Fotografieren, hören Sie? Zu spät. Genau so wird fotografiert, mit Zensurbalken. So. Jetzt muss ich natürlich hier alle Leute komplett gründlos nerven. Schmeckt die Zeitung? Alles. Ich wollte gerade sagen, da ist sie doch wirklich. So, Interview. Interview, prominent, Bezirk, haben wir keinen. Da. Nein? Ach doch, Red Heights, Entschuldigung, Bezirk haben, wir haben Bezirk, wir haben keinen Zeitraum, wir haben Bezirk. Da. Interview mit Milton Pierce. Unsere Korrespondenten hatte heute die Gelegenheit, durch die schönen Alleen im östlichen Teil des Bezirks Red Heights zu schlendern, um einen der vielversprechenden Politiker von Oakmont zu interviewen, Milton Pierce. Milton Pierce Wohnhaus, das sich... Was? Warum Milton Pierce Wohnhaus? Das sich etwas versteckt in der Museums Avenue zwischen der Communion Road und der Hagelon Street befindet, ist wahrlich ein imposanter Anblick. Da fehlt das S, deswegen Pierce Sense oder die hätten an den Städten von Pierce Sense Wohnhaus schreiben sollen. Da hätte man es besser geistig verarbeitet. Hagelon befindet. Ist wahrlich ein imposanter Anblick. Nichtsdestotrotz betont Mr. Pierce, wie sehr ihm die Sorgen des kleinen Mannes am Herzen liegt, weswegen er stets das Gespräch mit den Menschen in der Stadt sucht. Gut, damit haben wir unsere Informationen, wo wir hin müssen. Fallmappe. Red Heights, ja, alles klar. In der Museums Avenue. Jetzt muss ich erstmal kurz gucken, weil ich jetzt nicht gelesen habe, ob es jetzt im Zentrum war oder mehr östlich oder Museums Avenue da. Zwischen
Communion Road, glaube ich. Und Hillock. Also ich glaube, da müsste es gewesen sein. Wir gucken nochmal genauer. Und da Hillock Street. Ja, alles klar. Haben wir doch richtig gehabt. Hab ich doch richtig im Kinderstübchen gehabt. Ich kann manchmal intelligent sein. Ja, das mache ich mit Absicht. Das wissen wir alle. Unsere Wundertardis. Von der muss ich auch noch ein Foto machen. Die wird mir fehlen. Irgendwann immer. Zack. Weil spätestens dann, wenn wir Handys und Smartphones haben. Smartphones. Da wird mir dieses Schnellreise-Klohäuschen echt fehlen. Okay, wir müssen jetzt natürlich genau in die andere Richtung gucken. Da. Hydrant, aua. Nur früher waren die Hydranten auch so riesig, dass man die gleich sehen kann. Heutzutage sind die eingelassen im Boden, damit man nicht mehr dran hängen bleibt und sich da irgendwie verletzen tun tut. Weil man ja jetzt nur noch mit dem Sicht auf dem Display nach auf dem Boden gucken durch die Gegend läuft. Ich muss aber auch ehrlich sagen, na, die Radfahrer, ist wieder ein kleiner Beef gegen die Radfahrer als Fußgänger. Ja, ich beef ich mal ein bisschen als Fußgänger gegen die Radfahrer. Ich wollte über die Straße gehen. Die Straße hat freigegeben, dass ich im 90-Grad-Winkel, also genau im rechten Winkel über die Straße gehen kann. Trotzdem hat sich ein LKW aus der Ferne genähert. Die Straße ist so gebaut gewesen, dass man einen Radweg unten auf der Straße hat. So. Der Fußweg ist nicht gerade breit. Selbst mit einem Kinderwagen hat man Probleme, da ein bisschen man kann ausweichen, sodass die Person an dem vorbeilaufen kann. Ist nicht das größte Problem. Aber selbst mit dem Kinderwagen ist die Straße schon relativ gut gefüllt. So. Ja, der Fußweg. So. Und da kam einer auf dem Fußweg, der ist komplett über den ganzen Fußweg so im Zickzack gefahren, die ganze Zeit über. Und ich wollte aber als Fußgänger auf dem Fußweg wieder drauf, damit ich nie auf der Straße stehe, wenn der LKW vorbeikommt. Denkst du, der Fahrradfahrer hat angehalten oder ist mal ordentlich gefahren? Nein, der ist weiter in so einem komischen, schwurbeligen Schlenkermodus gefahren die ganze Zeit. Der hat auch so einen riesen Affenlenker gehabt. Der hätte eigentlich auf der Straße unten fahren müssen. Da haben wir da gibt's einen Fahrradweg. Warum muss man dann unbedingt auf dem Fußweg fahren? Das macht keinen Sinn. Und vor allem, warum muss man als Fahrradfahrer dann den ganzen Fußweg blockieren? Okay, das nur mal so nebenbei. Also, wie gesagt, ich stand dann immer noch auf dem Fußweg, wo der LKW, also ich stand dann auf dem Fahrradstreifen, wo der LKW dann vorbeigefahren ist, damit ich nicht vom Radfahrer überfahren werde, wenn ich auf dem Fußweg hochsteige. Also angefahren werde. Ja, warum? Gut, aber... Das war jetzt nur mal so ein kleines Mimimi am Rande, kann man jetzt so sagen. Okay, müssen wir jetzt hier rein? Ja, Milton Pierce Wohnung. An den Händen dieser Person klebte Blut. Im wahrsten Sinne des Wortes. Jetzt müssen wir wieder das machen, was uns vorgeworfen wird. Ich gelobe Besserung. Und was mache ich als nächstes wieder? Einbruch. Hallo? Der Kuckucksclan feiert auch wieder Auferstehung. Meine Erfahrung hat mich gelehrt, dass es keine gute Idee ist, Blut nicht zu entfernen. Der Geruch kann allerlei ungebetene Gäste anlocken. Und so wie ich es ausgesprochen habe, kommen die Viecher bestimmt.
Achso, natürlich klauen wir auch wieder die ganzen Kisten aus und alles drum dran. Also, wir sind wieder voll im Klauwahnfieber. Ach, Mann. Achso, da kamen wir nur 30 von 30, alles klar. Ach, wir haben volles Munitionshaushalt, alles klar. Gut. Aber ich sehe Blut. Das bedeutet, da gehe ich immer automatisch mit der Waffe rum. Das ist mal leider so. Okay. Die Tür gibt nicht nach. Er nimmt seine Wahlkampagne ziemlich ernst. Malton Pierce Fourmajor und hat sich wie Julius Caesar verkleidet. Da hat sich jemand in großer Eile umgezogen. Ja, und vor allem Hut, Mantel, Hut. Mhm. Verschiedene Hüte, verschiedene Mantel. Ich glaube, da will uns vielleicht jemand loswerden. Oh, ein Brief von Mr. Throckmorton. Sehr geehrter Mr. Pierce, trotz all der Differenzen, die wir in der Vergangenheit gehabt haben mögen, muss ich Ihnen gestehen, dass ich Sie als einen der vielversprechenden Kandidaten für das Amt des Bürgermeisters erachte. Oakmont muss von einer starken Hand geführt werden, die Sie gewiss haben. Mit finanzieller Unterstützung können Sie jedoch von meiner Seite aus nicht rechnen, da ich der Ansicht bin, dass man als Bürgermeisterkandidat über entsprechende Mittel verfügen sollte. Abgesehen davon genießen Sie jedoch meine vollste Unterstützung. Hochachtungsvoll, Robert Throckmorton. Okay. Hä? Wieder so ein Messer? Die Form kommt mir bekannt vor. So einen Dolch habe ich schon mal gesehen. Nicht nur einmal, sondern gleich mehrmals. Brief vom EOD. Mr. Pierce. Im Namen unserer Organisation möchte ich mich herzlich für alles bedanken, was Sie für uns tun. Nur wenige Menschen hier haben Mitgefühl für die Flüchtlinge aus Innsmouth. Und Sie sind eine große Ausnahme. Anbei übersende ich Ihnen einen Dolch als Symbol unserer Freundschaft, sowie als Beweis dafür, dass niemand von uns... Was? Von uns ihnen etwas Böses will, solange dieses vertrauenswürdige Band zwischen uns bestehen bleibt. Mit besten Grüßen, Anna Cavendish. Wir werden auf die gnädige Frau nochmal stoßen, habe ich das Gefühl. Hier wurde schmutzige Kleidung aufbewahrt. Man sieht noch Blutspritzer. Vor allem, warum Blut? Haben wir hier wohl... Doch den Herrn, der ihn hier erschossen hat. Gähnende Leere wie im Herzen eines Bankiers. Ja, nee. Bankiers, die sind schon manchmal... Okay. Will er etwa der Alleinherrscher von Oakmont werden? Oder liest er das Buch nur der Unterhaltung wegen? Nachricht an Milton Pierce. Milton, mein geschätzter Freund. Es ist schon eine Weile her... Seit wir uns getroffen haben, ich möchte dich daran erinnern, dass du bei mir zu Hause stets willkommen bist. Wie wäre es, wenn wir endlich die Seance abhalten, über die wir so lange geredet haben? Ich hoffe, dich alsbald im Crown Theater anzutreffen. Herzlichst, Johannes. Okay, hier kommen wir nicht rein. Also der hat eigentlich rein theoretisch hat er mit allen hier irgendwie Kontakt gehabt. Das Blut sprudelte förmlich aus ihm heraus, Robert. Oh je, ich bin voll damit. Wo ist meine Dane-Krawatte?
Ich sollte schon längst im Rathaus sein. Die Wähler werden sich wohl kaum mit meinen Wahlkämpfern zufrieden geben. Ach so, das Wort der, den wir da gesehen haben, der, das Wort der Pierce. Schaffen Sie die Sachen weg, Robert. Wozu haben wir unten eine Wäschekammer? Dann schauen wir uns das mal an. Okay, kann das vielleicht sogar Robert gewesen sein? Nee. Das Blut sprudelte förmlich aus ihm heraus, Robert. Oh je, ich bin voll damit. Dann erstmal ihn gesoffen. Wo ist meine Dane-Kraft? Schaffen Sie die Sachen weg, Robert. Wozu haben wir unten eine Wäschekammer? Milton Pierce kam voller Blut nach Hause und wies seinen Diener an, die Kleidung nach unten zu bringen. Danach machte er sich auf ins Rathaus zu einem Treffen mit potenziellen Wählern. Na komm, das andere will ich auch noch haben. Nur die Schlüsselhinweise gefunden, Besetzer. Hier wurde schmutzige Kleidung aufbewahrt. Man sieht noch Blutspritzer. Kann es doch sein, dass nochmal unten irgendwo was fehlt? So ein kleiner Rückblick oder sowas fehlt mir noch ein bisschen. Er nimmt seine Wahlkampagne ziemlich ernst. Achso, und da ist das seine Hand hier. Okay, alles klar. Aber wo ist denn dann bitte schön sein Angestellter hin? Meine Erfahrung hat mich gelehrt, dass es keine gute Idee ist, Blut nicht zu entfernen. Der Geruch kann allerlei ungebetene Gäste anlocken. Wie gesagt, also mir fehlt noch so ein kleiner Gegenstand, wo ich ja den nicht rum und wirbeln kann, wo ich nochmal reinzoomen kann. Gähnende Leere wie im Herzen eines Bankiers. Vor allem dann hat sie sich umgezogen, dann ist sie... Ist hier noch irgendwas passiert? Den Brief haben wir ja gefunden. Eine halb geöffnete Schublade. Die Form kommt mir bekannt vor. So einen Dolch habe ich schon mal gesehen. Ja, ich auch. Was hat das aber jetzt noch mit dem IOD zu tun? Brechstange, was hat denn eine Brechstange hier? Ist mein Schuhlöffel. Ach so. Vor allem hier ist noch eine Tür. Ich denke mal, es wird nur das Bad da drin sein, aber trotzdem. Das ist eine Tür, die ist zu, die muss ich auch machen. Ach, da ist noch ein Brief. Alles klar. Meine lieben Oakmonter, von diesem Tag an werden wir mit einer neuen Vision die Geschichte unserer Stadt lenken. Ab sofort heißt es Oakmont First. Jede Entscheidung, die hinsichtlich des Handels, der Fischerei, der Neuankömmlinge und der Innsmouther getroffen wird, soll zum Wohle der Menschen von Oakmont sein. Wir müssen die Grenzen unserer Stadt sowohl vor Fremden als auch vor den Naturgewalten schützen. Möge Oakmont wieder erblühen. Das Witzige ist, dieser Zettel ist so geschrieben, wie damals, wo ein gewisser Präsident an die
an die Macht gekommen war, der großartig rausgehauen hat, wir müssen wieder unsere Grenzen verstärken, schützen vor anderen, bla Keks. Und American First. Muss ich ehrlich sagen, finde ich nicht ganz so sympathisch. Solche Extremurteile, sag ich jetzt mal. Aber naja, ich bin auch kein Politiker, ich muss mir auch darüber keine Gedanken machen. Wir sind Detektiv und gehen weiterhin unseren Spuren nach. Wir sind da immer noch nicht fertig. Ey, was soll denn der? Ich hab gedacht, ich bin jetzt hier drinnen fertig. Und immer noch nicht. Will er etwa der Alleinherrscher von Oakmont werden? Oder liest er das Buch nur der Unterhaltung wegen? Ich weiß nicht, was ich hier noch so suchen soll. Es wird bestimmt noch irgendwer ein Brief sein oder keine Ahnung was. Andere haben hier dazwischen einen Fernseher stehen. Er hat davon von sich ein Poster hängen. Worauf ich jetzt hinaus wollte, die Folge ist vorbei. Wir müssen hier immer noch... Warte mal. Hier ist ja auch noch ein Handab... Achso. Er nimmt seine Wahlkampagne ziemlich ernst. Hier ist nichts. Wo... Schluss jetzt. Hier ist jetzt Folgenende, sonst komme ich noch irgendwann in Schubeligkeiten. Ob wir den letzten Hinweis finden oder nicht, sehen wir in der nächsten Folge, beziehungsweise in Zukunft. Bis dahin, macht's gut und ciao, bis zum nächsten Mal.